Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Servus, liebe Zwickauer, euer Lö hier. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ja, es ist ja auch nicht mehr so lang. In einer Woche geht es schon wieder los. Der alte Traktor ist mit an Bord und ich werde alles für euch auf den Platz geben. Ich hoffe, ihr seid auf den, auf den Tribünen genauso lautstark wie wir unten auf dem Platz und ja, auf eine super Saison und auf eine erfolgreiche Saison. Euer Lö. Ja, erstmal freue ich mich, hier zu sein. Ich sag, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Also warum nicht noch 4 Jahre hier ackern? Schauen wir mal, was passiert. Und ja, ich denke, es wird sich um ein paar Cornflakes handeln. Nee, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr so viel. Ich weiß noch, da stand ich auf der anderen Seite vom Feld beim Gegner Kaiserslautern. Ich glaube, nach Spielzeit habe ich von King einen Ellenbogen, glaube ich, ins Gesicht bekommen. Und der Ball ist mir gegen die Hand gefallen. Danach gab es einen Elfmeter. Das Spiel ging 1-1 aus. Und ja, da hatte ich dann ein bisschen Wut im Bauch. Ja, absolut. Ich habe es halt auch schon zum Trainer gesagt. Ich habe nie gerne gegen den FSV gespielt. Es tat immer weh oder tut immer weh, gegen sie zu spielen. Es ist, glaube ich, nie ein klares Ergebnis gewesen. Es war immer ein Kampf auf Augenhöhe, egal ob es ein Top-Team war oder eins von unten. Hier wird Fußball ehrlich gearbeitet und darum bin ich froh, jetzt hier zu sein und mit den Jungs zusammen auf dem Spielfeld zu fighten. Ja, also ich glaube, jeder weiß, dass hier ehrlich gearbeitet wird und hier immer eine sehr homogene, sehr mentalitätsstarke, sehr engagierte Mannschaft auf dem Feld steht. Und ja, damit kann ich mich auch identifizieren. Es macht immer Spaß, mit Leuten auf dem Platz zu stehen, die dasselbe Leitbild haben, wo jeder für jeden kämpft, für jeden die Wege macht. Und es hat mir schon immer gefallen, wenn man gegen Zwickau gespielt hat. Natürlich hat man sich nicht drüber gefreut, aber ich war immer sehr positiv überrascht und angetan von der Art und Weise, wie Zwickau Fußball gespielt hat, dass da einfach wirklich, da kann man echt sagen, das Team ist das da. Und darum freue ich mich und das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich hier unterschrieben habe. Ja, also auf jeden Fall möchte ich verletzungsfrei bleiben und mit der Mannschaft natürlich eine super Saison spielen. Zwickau geht jetzt in die 7. Drittligasaison, das ist beachtlich und da sollen noch ein paar folgen und da möchte ich natürlich Bestandteil haben. Für mich persönlich möchte ich klar Stammspieler werden, eine Führungsrolle einnehmen, den Jungs helfen mit meiner Erfahrung und mit meinen Stärken und ja, vielleicht schaffe ich es auch mal über 3 Tore in einer Saison zu schießen, das würde mich persönlich natürlich auch freuen. Ja, also ich bin ein ganz gechillter, entspannter Mensch. Mit mir kann man essen gehen, einen Film gucken, spazieren gehen oder auch Pferde stehen. Ansonsten verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner Freundin, mit einem kleinen Hund, mit Freunden. Natürlich, wie jeder Junge, wie man sieht, so alt sehe ich noch nicht aus, sitze ich noch vor der Playstation, spiele mit den Jungs, mache FaceTime, weil Freunde gerade im Fußball sind ja durch die ganze Republik verstreut. Ja, ansonsten bin ich ein, denke ich, sehr angenehmer Gast, wenn ich mal zum Essen eingeladen werde. Also bei den Mannschaftskollegen, ich bin nicht der Star-Koch, aber ich esse sehr gerne. Also ich freue mich immer und ich bringe auch immer was mit. Also ich komme nicht mit leeren Händen. Darum bin ich ja sehr entspannt, sehr locker. Und wenn jemand ein Problem hat, kann er mich gerne jederzeit anrufen, auch um 3 Uhr nachts. Ich helfe immer gerne. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.